heute Abend was auf dem Herzen, was ich ein bisschen erzählen will, was, glaube ich, alle hier ganz schön interessieren wird, nämlich über ein Thema zu sprechen. Das heißt, wie kann man anders werden? Und wenn jemand jetzt das Thema hört, dann sagt er schon gleich, oh, Moment, ich will überhaupt nicht anders werden. Und trotzdem will jeder Mensch, hundertprozentig, jeder Mensch wissen, wie es möglich wäre, dass irgendein Mensch anders werden kann, weil wir kennen zumindest ein paar Menschen, von denen wir wollen, dass sie anders werden. Stimmt's? Also zum Beispiel dein Lehrer. Einige haben einen Lehrer, wo sie sich wünschen würden, dass er sich verändert. Stimmt's? Ha? Mal ehrlich. Oder sie haben einen Kumpel irgendwo, die sagen, Mensch, ich bin ganz cool drauf, aber der müsste sich ganz schön verändern. Okay? Oder manche haben auch mit ihren Eltern manchmal ein paar Probleme und sagt, es wäre ganz schön cool, wenn die sich verändern würden. Und einige Eltern würden sagen, Mensch, es wäre ganz schön stark, wenn sich mein Sohnemann, meine Tochter verändern würde. Stimmt's? Haben sie dir auch schon manchmal gesagt. Ja, und manche hätten auch gerne, dass sich ein paar Politiker verändern. Stimmt's? Und manche hätten gerne, dass sich ein paar Nachbarn verändern. Und manche hätten gerne, dass sich ein paar Autofahrer verändern und anders rumfahren. Und andere hätten auch gerne, dass du mit deinem Motorroller anders rumfährst. Und mit deinem Skateboard nicht den ganzen Bürgersteig und so weiter und so fort. Du findest das ganz cool, okay? Also jeder von uns kennt Leute, wo er gerne hätte, dass die sich verändern. Aber Leute kennen auch uns, die gerne hätten, dass wir uns verändern. Und deswegen dachte ich mir, heute spreche ich darüber, wie ein Mensch sich verändern kann. Jetzt gibt es da ganz viele Konzepte. Also wenn ihr mal Leute fragt, wenn ich jetzt ein Interview mal bei euch allen machen würde, das mache ich sogar mal. Und ich würde euch fragen, wie kann man sich verändern? Jetzt bitte keine fromme Antwort, sondern echt eine coole, lockere Antwort. Was macht es, dass ein Mensch verändert wird? Oder dass er sich verändert? Disziplin. Ha? Disziplin. Disziplin, okay, hört sich cool an. Disziplin. Schicksal, wenn was passiert, hört sich auch ganz heiß an. Vor allem, wir werden sagen, da ist was dran, die das schon erlebt haben. So einen ganz heißen Schicksalsschlag. Zum Modeberater gehen. Aha, guter Vorschlag. Was würdest du uns denn raten? Hä? Herbst. Okay, was noch? Schönheits-OP. Schönheits-OP. Hoffentlich machen die Ärzte das gut, du. Sonst sieht sie ganz schön alt aus. Ich meine, unser lieber Freund Michael Jackson, der bei Dutzenden Schönheits-OPs war, ich finde, die haben das nicht so gut hingekriegt bei ihm, okay? Finde ich nicht so das Gelbe vom Ei. Noch jemand einen Vorschlag, wie man anders wird? Habt ihr einen Vorschlag? Kein Vorschlag. Wow, wenn man verliebt wird, ändert man sich. Das ist cool, das stimmt. Hey, 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 Schmetterlinge im Bauch. Noch ein Vorschlag? Ha? Das hört sich schon ganz gut an. Okay, ich gebe euch nur mal ein paar andere Beispiele, die mir gekommen sind. Manche Leute denken, man muss einfach nur einen guten Willen haben. Ja, mit allem Willen will ich mich verändern. Und das kennen wir ja, wenn Neujahr kommt, oder Silvester, Neujahr, da haben die Leute tausende gute Vorsätze und am Ende vom Jahr sagen sie, ah, war wohl nix. Stimmt? Der gute Wille ist zwar ganz gut, deswegen heißt er auch guter Wille, aber ich finde ihn ziemlich schlapp manchmal. Schwach auf der Brust. Manche Leute sagen, der Typ wird sich verändern, wenn ich mal richtig durchwampsche. Schläge. Der braucht einfach nur Schläge. Dann wird er anders. Stimmt's? Einmal richtig drauf. Aber ganz ehrlich, wie viele Leute, ganz ehrlich, wie viele Leute sind gerade durch Schläge noch viel brutaler und viel verletzter und gewalttätiger geworden? Mal ganz ehrlich. Schläge verändern Menschen oft nicht zum Guten, sondern zum Schlechten. Ganz ehrlich. Weil es verletzt die Seele. Manche sagen, ah, Geld würde mich verändern. Wenn ich mehr Knete hätte, wenn ich mehr Kohle hätte, dann würde ich mich verändern können. Könnte ich mir ein besseres Auto leisten, hübschere Freundin, hätte eine bessere Wohnung, bessere Ausstattung, könnte mir mehr Geld für Kleidung, Essen und so weiter, für abends ausgehen und so weiter. Dann würde ich mich verändern.
Aber kann ich dir mal was sagen? Habt ihr gehört neulich im Fernsehen? Einer der reichsten Leute der ganzen Welt. Einer der reichsten Leute der ganzen Welt hat auch unheimlich viel reiche Leute, aber auch arme Leute, um über 50 Milliarden Dollar betrogen. 50 Milliarden Dollar. Eine Person, die schon reich war, ohne Ende, die Kohle hatte für das ganze Leben und noch Leben für 50 Leben hintereinander. Kohle ohne Ende. So ein Verbrecher. Das heißt, Geld verändert das Herz des Menschen überhaupt nicht. Im Gegenteil. Manche Leute, die viel haben, wollen immer noch mehr. Genau, ihr habt recht. So, auch Geld ist nicht so das, was Menschen so richtig verändert. Aber jetzt bin ich noch auf eine coole Idee gekommen. Ich habe gedacht, das könnte Menschen richtig verändern. Religion. Das ist die Vormaschine. Religion braucht der Mensch. Religion. Aber wisst ihr was? Mal ganz ehrlich. Wir müssen noch klären, was Religion ist. Religion ist, wenn ein Mensch sich anstrengt, voller Leistung, irgendwas zu machen, damit es Gott gefällt. Das ist Religion. Aber wisst ihr was? Religion kann unheimlich brutal sein. Egal in welcher Spielart. Zum Beispiel, vorgestern im Fernsehen, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Eine Frau in Jerusalem. Die haben alle gesagt, das ist eine ganz, ganz fromme, religiöse Frau. Die hat ihr Kind hier verhungern lassen. Hier, ich bin ein Mensch, der ganz viel mit Leuten redet, die auch Probleme haben und so weiter und so fort. Was habe ich Geschichten gehört von frommen Leuten? In meinem Büro saß mal eine Frau, die hatte eine Sonnenbrille auf. Und in meinem Büro war es gar nicht so hell, die Sonne hat gar nicht so hell geschienen, es war nämlich gar keine da. Und dann hat er gesagt, ziehen Sie doch die Sonnenbrille ab. Neben ihr saß Ihr Mann. Das war ein ganz frommer Mann in irgendeiner frommen Kirche.